Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Jo, wir haben tatsächlich Mamas Herz in der Hand. Wie setze ich... Kein Stern am Himmel. Es gibt keinen Himmel. Ja, es ist grau. Wir haben Mamas Herz in der Hand und... Wir sollten nicht hier sein. Niemand sollte das. Ich will das eigentlich wegtun. Hä? Haben nur wenige diesen Ort gesehen. Ja, ich. Okay. Ebenso, ne? Mamas Herz kann ich jetzt aber nicht wegtun. Ich kann die Fähigkeit gerade nicht einsetzen. Dann muss das so gehen. So, ich look mal hier raus. So, look, look, look. Habe ich überhaupt gespeichert? Ich weiß es nicht einmal. Geht es da drüben weiter? Warte mal. Oder geht es hier weiter? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich muss wieder mal speichern. Unbedingt. Nein. Hier. Ja. Gut. Und zurück. Und fortsetzen. So, ich schaue nochmal kurz, ob es hier weitergeht. Nein. Hier geht, glaube ich, gar nichts weiter. Nein. Boah, es ist schon cool gemacht. Das ist echt, du kannst sagen, was du willst. Das Spiel ist echt cool gemacht. Da geht auch nichts, ne? Achso. Entschuldigung. Gibt es eine seltsame Kraft? Okay. Das heißt, wir müssen da unbedingt darüber. Dab, 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 dab. Okay. Wer ist Delilah wirklich? Wie konnte sie? Ich versteh's nicht. Ich will nie wieder im Sonnenschein gehen. Das weiß ich jetzt. Okay, und das jetzt ist, die arme, meine arme Mutter, ey. Schau, wie die ihr Herz pocht. Und wer ist das? Oder sie? Ist das auch so ein, so eine Art Assassine, wie wir sind? Die da, ne? Wer auch immer das ist. Ui, ich weiß, wir werden es vielleicht herausfinden. So, was machen wir da? Rune. Delilah tötete einen Mann für ein paar Schuhe und malte einige der herrlichsten Bilder dieser Zeit im selben Jahr. Ehrgeiz und Überleben, Kunst und Magie. Mit einer Raffinesse, die alle um sie zu kriechern macht. Das Ende hast du ja am Dunwall Tower selbst erlebt. Delilah spielt ein langes Spiel und ist jetzt Kaiserin. Aber ich verrate dir was. Sie hat etwas wesentlich Größeres im Blick. Okay, das war's schon. Dreadful Wall. Triff dich mit Megan Foster und besprich dein Vorgehen. Fahr danach mit dem Beiboot nach Karanka. Ja, Herzgeflüster. Das Herz offenbart Geheimnisse über Personen oder Orte. Die meisten Menschen können das Herz nicht sehen. Die meisten Menschen? Okay, das ist ja schon mal was. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich mich im Unterricht gelangweilt und von Schwertkämpfen und der Seefahrt geträumt. Jetzt erkenne ich, dass die Welt noch seltsamer ist, als ich gedacht hätte. Alles scheint auf dem Kopf zu stehen. Aber ich werde weiter kämpfen, bis alles wieder Sinn ergibt. Karnaka ist der südlichste Hafen im Reich. Einstmals stolz, doch jetzt im Chaos versunken. Unter dem neuen Herzog wurde die Serkonische Garde immer brutaler. Prügel,
Erschießungskommandos. Die Blutfliegen sollen schlimmer denn je sein. Das ist die Heimat meines Vaters. Megan Foster bleibt für sich, als ob sie was verbergen will. Aber sie hat mir aus Dunwall herausgeholfen und ich brauche ein Versteck. Die Lila und der Herzog stellen mich als Mörderin hin und lassen meine politischen Feinde vom Kronmeuchler töten. Sie haben mir alles genommen und ich hole es mir zurück. Und wenn ich die Stadt niederbrennen muss. Sauber. Könnte vielleicht auch geholfen sein, damit es nicht mehr so stinken. Oder am Anfang halt ein bisschen mehr, aber dann halt nicht mehr. So, wir machen gerade auf. Boah, das war eine komische Nacht heute, ne? Ziel, Dreadful Wall. Triff dich mit Megan Foster. Entschuldigung, das war ich. Was? Mein Gesicht waschen. Blaschel, blaschel, blaschel. Abtrocknen. Jetzt fühlt man sich gleich besser. So. Boah, ich will... Tutorial, Knochenartefakte. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Aha. Das ist sowas, ne? Duellanten, irgendwas. Neues Knochenartefakt. Und günstiges nichts? Serkonische Gitarre? Lepor Kanaka, Abschied eines Musikers. 12. Tag. Tja, es war zwar reines Glück, aber ich habe einen Platz auf einem Schiff ergattert, das mich nach Morlaix bringt. Es ist die Dreadful Wall. Ist das ein Schreibfehler? Müsste es nicht richtigerweise Dreadful Wall heißen, mit H? Also so wie der Wal, ne? Oder wie? Ich wollte das lieber nicht gegenüber der Kapitänin, dieser Foster, erwähnen. Sie sieht aus, als würde sie aufmüpfige Passagiere ohne zu zögern über Bord werfen. 14. Tag. Leb wohl, Kanaka. Ich werde dich nicht vermissen. Das Leben dort wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, was schwerer zu ertragen war. Tag für Tag die Bergwerksluft zu atmen oder das andauernde Geschwafel von Herzog Luca Abele aus den Lautsprechern. In jeder Bar, in der ich gespielt habe, bat mich ein Betrunkener darum, ein Lied anzustimmen, in dem der Herzog entweder als Held gefeiert oder genau das Gegenteil, als größter Schurke unserer Zeit verflucht wird. Ich konnte es bald nicht mehr hören. Es wird ein paar Wochen dauern, bis wir Morlaix erreichen, je nach Wind und Wetter. Aber ich weiß, die Gesellschaft von Kapitän Foster und des anderen Passagiers, er scheint ein tyvianischer Gelehrter zu sein, sehr zu schätzen. Ich bemühe mich, auf dem Boot mit anzupacken, wo es geht. Ich kann kochen, waschen und Dinge reparieren und am Abend spiele ich auf der Gitarre. Hoffentlich werfen sie mich nicht den Haien vor, wenn sie herausfinden, dass ich kein Geld habe. Ich werde die Fahrt nach Morlaix nicht bezahlen können. 19. Tag. Die morlaixische Küche scheint Kapitän Foster zu liegen. Sie mag es, dass ich meinen Rezepten viel Zucker und den ein oder anderen Schuss Whisky beimenge. Sie ist Russin. So, jetzt haben wir's. Ganz klar. Nein, Spaß, Entschuldigung. Obgleich sie am Ende der Woche darüber stöhnte, wie viele Vorräte ich verbraucht hatte. Supi. Aber wo ist dieser Musiker jetzt? Der hat seine Laute hier gelassen. Anscheinend liegen wir hier in seinem Quartier, sozusagen. Dann haben sie ihn wohl wirklich über Bord geschmissen. Das ist halt, das kann schon mal passieren, ne? Eine Armbrust? Begrenzte Mittel.
Es ist kein Palast, aber mehr Münzen konnte ich nicht zusammenkratzen. Anton und ich mussten mit wenig Geld auskommen und das gilt nun auch für sie. Wenn es nicht unter ihrer Würde ist, sollten sie alle Wertsachen einsammeln, die sie finden. Wir brauchen Munition und Ressourcen, um die Drahtzieher des Staatsstreichs zu Fall zu bringen. In der ganzen Stadt sind Schwarzmarktläden versteckt. Suchen Sie nach einem Symbol, das zwei Hände darstellt. Es bedeutet, dass ein Laden in der Nähe ist. Die Zeichen werden Sie leiten. Natürlich ist es verboten, dort einzukaufen, aber Sie verbessern damit unsere Chancen gegen die Truppen des Herzogs. Sokolov hat an dieser Armbrust gearbeitet. Einem Geschenk für Sie. Wenn Sie modifizieren wollen, können die Läden auch dabei helfen. Megan. Oh, danke, wie hat sie das? Cool. Finde den Schwarzhändler. Neue Reiseprotokoll-Eintrag. Ich schau mal nach. Wir haben jetzt ein bisschen was gemacht, ne? Also die Ziele. Dreadful Wall. Trifft dich mit Megan Foster. Optional. Finde den Schwarzhändler. Optional. Finde den Schwarzhändler. Also zweimal finden. Ja. Ich würde ihn gern finden. Zuerst Missionshinweise. Du hast keine Missionshinweise. Missionsgegenstände. Nach wie vor unser kaiserlicher Ring. Wissen und Karte. Okay, da gibt's was. Begrenzte Mittel. Dann wohl Dingens. Das haben wir auch gelesen. Audiographen. Da haben wir auch was Neues. Wissen. Leb wohl Karnaka. Ja. Und Karten, nach wie vor tote Hose. Reiseprotokoll. Ein neues Jahr beginnt. Vielleicht wird das besser. Achso, da sind wir da schon fertig. Ne? Das haben wir fertig gelesen, genau. Am Rande der Welt. Entehrt. Mein Vater ist verloren, von Delilah zu Stein verwandelt. Diese Worte wirken nicht einmal echt. Hexerei. Etwas, das ich nie für möglich gehalten hätte. Aber jetzt muss ich daran glauben, um auch daran zu glauben, es rückgängig machen zu können. Delilah behauptet, meine Tante zu sein, die rechtmäßige Erbin. Wahrheit oder Lüge? Ich weiß nur, dass sie Magie eingesetzt hat, um sich meinen Thron zu holen. Geholfen hat ihr dieser linke Herzog Abele. Sie haben bestimmt jahrelang an ihrem Plan gearbeitet. Loyalität mit Versprechungen erkauft. Selbst Ramsay, Hauptmann der Stadtwache. Er verbreitet die Behauptung, dass mein Vater und ich für diese monströsen Morde verantwortlich sein könnten, dass einer von uns beiden der Kronmeuchler sei. Ich habe es gerade nicht so mit Vertrauen, aber Megan Foster sagt, sie kenne Anton Sokolov, unseren alten kaiserlichen Arzt. Außerdem hat sie mir geholfen, dem Staatsstreich zu entkommen. Sie ist also alles, was ich zurzeit habe. Wir sind mit dem Schiff unterwegs nach Serkonos. In meinem Zuhause bin ich nicht mehr sicher. Doch wirklich sicher war ich nie. Und ich werde es auch nie sein. Je eher ich mir das klar machen kann, desto besser. Das Nichts. Diesmal war es kein Traum. Ich habe über das Nichts und den Outsider gelesen, es mir vorgestellt. Und nun habe ich diese Wunde mit eigenen Augen gesehen. Selbst ist gar kein Ausdruck dafür. Also seltsam ist kein Ausdruck dafür. Der Outsider hat schreckliche Augen, wie ein Dämon von Supernatural. Vollkommen schwarz. Er hat mir etwas angeboten. Ich weiß, dass solche Geschenke immer einen Preis haben. Aber wie konnte ich ablehnen? Diese Macht könnte mir den nötigen Vorteil verschaffen, um Delilah und Herzog Abele zu beseitigen. Und besiegen vor allem. Den Preis dafür werde ich später zahlen. Wahrscheinlich wird er für unsere Seele draufgehen. Und welchen Preis werde ich für sein anderes Geschenk zahlen? Für die Stimme meiner geliebten Mutter
gefangen in einem äußerst eigenartigen Apparat. Wieder mit ihr reden zu können, tut gut, macht mir aber auch gleichzeitig Angst. Und dennoch ist sie nicht mehr ganz der Mensch, den ich gekannt habe. Dieses Ding, das Herz, es ist dort und auch wieder nicht. Ich muss mich völlig neu darauf einstellen, um es überhaupt zu erkennen. Wir sind an der südlichen Spitze des Kaiserreichs eingetroffen. Überall seltsame Düfte, Salz, Fisch, Gewürze. Ich weiß nicht, wie ich mich hier um das Volk mischen soll. Ich weiß nicht, was ich essen oder wo ich hingehen soll. Doch hier wurde mein Vater geboren. Also gehört auch ein Teil von mir hierher. Und es ist mein Volk. Oder zumindest war es das, bis der Delilah mir den Thron geraubt hat, diese blöde Miss Kuh. Ich werde sie kriegen, Delilah. Mit meinen neuen Kräften. Jetzt brauche ich nur noch einen Plan. Wunderprächtig. So, das hätten wir schon mal. Wir können was skillen. Kräfte. Domino, verbinde menschliche Ziele, damit sie ein Schicksal teilen. Strategische Hinweise. Domino verbindet zwei menschliche Ziele. Hoppala, Entschuldigung. Während die Kraft aktiv ist, wirkt sich jede Aktion auf alle verbundenen Ziele aus. Setze auf diese Weise zum Beispiel schnell mehrere Gegner mit einem einzigen Betäubungsbolzen außer Gefecht, um die Gefahr eines Alarms zu verringern. Oder töte mehrere verbundene Gegner gleichzeitig, wenn du im Kampf zahlenmäßig unterlegen bist. Kombiniere Domino mit anderen Kräften, um überraschende und interessante Effekte zu erzielen. Wenn du beispielsweise einen Doppelgänger beschwörst und ihn mit einem Gegner verbindest, wird jeder dem Doppelgänger zugefügte Schaden auch auf den verbundenen Gegner übertragen. Das ist auch nicht schlecht. Runen haben wir 2. Das heißt, das geht, oder? Kraft verbessern. Verbinde menschliche Ziele. Domino, nicht genügend Runen. Achso, 4. Ich sehe schon. Aha. Zurück. Aha, 4. Okay. Was brauchen wir da? Schattengang. Mhm. Aha. Mhm. Aha. Mhm. Aha. Mhm. Aha, okay, für den nächsten, okay, da brauchen wir noch einiges. Kräfteverstärkungen haben wir da auch. Okay. Dann verlassen wir das Ganze mal. Aha, wir haben zu wenig. Ja, klar, weil ich wieder einen Haufen versäumt habe, ne? So, wir müssen, bevor wir mit der guten Frau Foster sprechen, müssen wir den Schwarzmarkthändler, also den Schwarzmarkt, ja, den Schwarzhändler finden. Bist du ein Buch zum Mitnehmen? Nö. Ist hier irgendwas zum Mitnehmen? Was haben wir da? Wartungsarbeiten. Wartungsarbeiten. Alles reparieren, was in Antons Kabine bei seiner Entführung zu Bruch gegangen ist. Ist nun Wochen her. Nein, streich das. Erst wenn ich ihn zurückgeholt habe. Alles Glaubensbeweis, dass er zurückkommt. Tür zum Lager freiräumen. Scheint was umgekippt zu sein und ich sollte das Zeug da drin mal verkaufen, um an Geld zu kommen. Hafen steuern und in die andere Richtung schauen. Gebühren, bitte was, der verdammten Garde zahlen, bevor sie mehr über meinen Passagier wissen wollen. Mach ich, wenn ich das Geld habe. Bitte was? In die andere Richtung schauen, Gebühr. Optional. Ziel aktualisiert. Räumt die Tür zum Lager weg. Auf, weg, frei. Frei, weg, auf, zu. Was ist das gerade? Schraubenzieher? Kann ich den haben? Nö. Wie räumt man das frei von der anderen Seite? Das heißt, ich muss da einbrechen, wie mir scheint.
Was geht hier? Hauptraum. Der alte Sack. Was für ein Dreck. Zurück in die Stadt. Wie hätten wir es damals gemacht? Schatten und scharfes Metall ganz genau. Okay. Ich würde sagen Lagerraum. Ich gehe mal... Gibt's hier irgendwie Licht oder so? Klo. Okay, da gehen wir momentan noch nicht rein. Wir gehen zuerst mal schauen. Zwecks Lagerraum und so. Das hier dürfte Maschinenraum sein, ne? Das hier dürfte der Maschinenraum sein. Was haben wir denn da? Versuchte Reparaturen des Hilfsmotors. Anton, Ihre Idee, die Kopfdichtung mit Guano zu versiegeln, ist die schlimmste, die Sie je hatten. Ich lasse Sie im Maschinenraum schlafen, wenn Sie das nicht bis morgen in Ordnung bringen. Megan, werden alle Erfinder so empfindlich und ungeduldig wie Sie, würden wir immer noch in Baumstämmen übers Meer paddeln. Super. Megan, ich habe Maulbeerkuchen gebacken. Nach eigenem Rezept mit thymianischen Gewürzen. Er steht in der Kombüse. Anton, Sie alter Dummkopf. Wo sind Sie? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich finde Sie, versprochen. Ich vermisse Sie. Bitte was? Jo, okay. Das ist dann, wie nennt man das? Hassliebe, oder? Eine kuschelige Decke. Na okay, so kuschelig schaut die nicht aus. Eher mehr schmutzig. So mit Öl und so, ne? Mäuschen! Na, ihr Mäuschen, ihr Ratten. Na, wie geht's? Was haben wir da Schönes? Wir öffnen das mal. Ich muss mich mal kurz ducken. Was haben wir denn da drin? Halt, das was. Schaltschrank schließen. Ach so, da ist gar nichts. Na, dann machen wir dazu. Jetzt hier irgendwas? Nö. Da haben wir was. Armbrustbolzen, die nehme ich doch gerne mal mit. So, ich glaube, ich darf wieder aufstehen. So. Da. Jo. Alles voller Ratten. Ja, die werden sich hier wohlfühlen. Da ist nämlich schön warm. Denke ich mal. Gut, da ist irgendwie sonst nichts. Dann würde ich sagen, ich gehe wieder rauf. Ich möchte gern wissen, wo das Zeug versteckt war. Was ist das? Achso. Jetzt nehme ich die Ratten mit. Das habe ich wieder super gemacht, echt. Da war das Klo, ne? Ja. Rattenplage, Rattenplage! Aha, ich sehe schon, da ist Fenster, da kann man rein, ne? Das heißt, ich muss mal da rauf. Ja, du Ratte. So, ich muss mal hier ruf. Da müsst ihr rausgehen. Und hier oben gibt's auch noch was. Boah, das ist schon wieder groß hier, ne? Da ist auch was. So, soll man anfangen? Von oben nach unten, von unten nach oben. Was haben wir da? Eine Tinktur, ein Glas, ein Aschenbecher, noch eine Tür, Bettchen. Buchführung der Deadful Wall. Ja, wortwörtlich Buchführung. Das lese ich mal hier durch. So. Das ist langweilig. Leere Flaschen, ja. Die brauche ich normal jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Wow. Schaut mal. Traumhafte Aussicht schon wieder. Über die Blanke. Wirklich ein Traum von Aussicht. So, jetzt ist die Frage. Schwupp, langsam. Wo ist denn jetzt bitte... wieder rein. Wo ist denn jetzt bitte diese Luke, wo wir einbrechen könnten in den Lagerraum?
Das müsste doch irgendwo sein, oder? Das ist alles gut verstaut. Und das muss Juwel des Südens. Vaters Geburtsort. Jo. Leere Flaschen, Glas. Viele leere Flaschen. Vor allem, wo ist dieser Schwarzmarkt-Typ? Meine Reise nach Pantysien, so wird's heißen. Ein Rückblick. Part 4. Ha, fehlt er nicht 3? Von Anton Sokolov, Kapitel 16. Zwei Tote an unserem ersten Tag auf dem Kontinent. Doch die neue Welt war noch nicht satt. Okay, sie wollte mehr. Und zwar keinen geringeren als den Captain persönlich. Seine Gruppe war auf ein Rudel kleiner Nagetiere gestoßen, die am Hasen- oder Prärie-Maulwürfe erinnern. Die Verlockung frischen Fleisches erwies sich als zu groß für unseren guten Kapitän, der genau wie die restliche Besatzung in den vergangenen Monaten nichts als ein wenig Fisch und magere Rationen zu sich genommen hatte. Er bekam eines dieser Tiere mit bloßen Händen zu fassen, doch die scheinbar so gutmütigen Tiere erwiesen sich alles andere als zahm. Nachdem es die Kreatur dem Käpt'n erlaubt hatte, sie hochzuheben, griff sie plötzlich an und stach ihn mehrmals durch eine Drüse in seinem Schwanz. Der Käpt'n klappte an der Einstichstelle über. Wärme und Jucken, wollte aber unbedingt weiterziehen. Eine Viertelstunde später bekam er keine Luft mehr und erstickte. Mir war sofort klar, dass wir bei anhaltenden Verlusten in diesem Tempo nicht nur daran scheitern würden, den Kontinent ausreichend zu erforschen, sondern obendrein auch bald nicht mehr über genügend Männer verfügen würden, um die Heimreise antreten zu können. Es muss etwas getan werden, um das Unternehmen zu retten. Und so erklärte ich mich selbst zum Käpt'n. Auf meinen Befehl blieb die übrige Besatzung bis zum Ende der Woche in der relativen Sicherheit des Strandes. Na toll. GZ. Gratuliere. So. Na super. Okay, ist da hinten vielleicht was versteckt? Ich bin total... Ja. Was war das? Hauptmann. Hauptraum, nicht Hauptmann. Entschuldigung. Hauptraum. Was haben wir da? Armbrustgeschichten. Subi. Munitionchen. Voll wie ein Christbaum. Da geht's nicht rein. Ich will in diesen Lagerraum. Lagerraum? Lagerraum. Lagerraum? Lagerraum? Was war da gerade mit Lagerraum? Spinn ich? Ja. Das war gerade Einbildung dann. Wo wäre denn bitte... Wo könnte das denn sein? Das hier. Aha, ich verstehe schon. Mhm. Ich glaube, ich verstehe schon. Da außen. Aber ich glaube, das ist die andere Seite drüben. So. Langsam. Hm, da. Jawohl. Genau so. So, was haben wir denn da? Oh, der Part ist wieder zu Ende. Warte. Shinteres Geschenk. Eine Studie von Emora Clipsbridge. Tun wir das noch lesen? Ja, oder? Ist nur kurz. Über die Auswirkungen der Winde auf die Landmasse von Karnaka und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Positionen. Walöl. Flüssige Energie. Wie erstaunlich, dass in diesen Tieren, in dem Öl, das gemeinsam mit ihrem Fleisch gewonnen wurde, genügend Energie steckte, um die Inseln durch diese turbulenten Jahre zu bringen.
und alles erschien unendlich zu sein. Doch jetzt werden die Lichter langsam dunkler. Unsere Fischer sagen, dass die großen Tiere immer seltener werden. Nicht alle Orte werden diesen Verlust gleich stark zu spüren bekommen. Liebe Mit-Naturphilosophen, Karnaca hat ein einzigartiges Merkmal. Die Spalte des Shinderis, durch den der Wind gelenkt und verstärkt wird. Da das Walöl knapper wird und die Kosten für das Aufspüren der übrigen Leviathane den Wert des Öls übersteigen, wird Karnaca zu den Aufsteigern und unter den Inseln zählen. Windenergie, ja, das ist doch eine Idee, oder? Wir sind für heute fertig wieder mal. Das ist echt krass, ne, wie die Zeit vergeht. Aha, okay. Kaputt gemacht. Maulbeermet tragen. Ich dachte eigentlich, das wäre so mit Geld verdienen und so oder irgendwas anderes mal. Leeres Fläschchen? Nö. Das war's dann heute wieder, ne? 30 Minütchen sind vorüber. Na fein. Oh, was zu essen. Na dann. Essen. Okay, nur essen. Ja, dann würde ich sagen... Oh, Kapitän. Das wollte ich jetzt nicht. Oh, das ist die falsche. Oh, ich bin da mal wieder draußen. Ups, ich dachte, das wäre das Richtige. Nope, ist es nicht ganz. Das heißt, wir müssen weiter suchen. Druck. Aber das erst im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!